So, hallo, hier ist GBF Akademeister mit dem Let's Play von Zelda 2, The Adventure of Link. Und das Erste, was wir machen werden, ist, oder das Letzte, was wir machen werden, ist, nämlich den großen Palast zu besuchen. Wir verlassen den Nordtempel, den Nordpalast. Es gibt aber allerdings nicht wirklich so einen West- oder Ostpalast, in dem Sinne. Insofern ist die Geografie in Hyrule ein bisschen merkwürdig. Oder zumindest interessant, wen das interessiert. Ja, mit dem Hammer kommen wir weiter. Den haben wir beim zweiten Tempel quasi uns geholt. Mit dem Floß kommen wir hier zu den östlichen Inseln. Und mit der Flöte aus dem nunmehr fünften Tempel. Ja. Können wir das Flussmonster vertreiben. Und auch letzten Endes den Thunder-Zauberspruch bekommen, mit dem wir auch erst den Endboss besiegen können, der uns dann jetzt begegnen wird. Wobei, es ist nicht der einzige Endboss, oder auch nicht der der letzte. Man sagt ja immer, der letzte Endboss ist dann auch der entscheidende. Aber ich würde sagen, dass hier der vorletzte eigentlich der weitaus härtere und somit relevantere ist. Ducken wir uns vor den Zoras und 1000 Felsen, die uns von den Ex-Menschen an den Kopf geschmissen werden. Vielen Dank dafür, Ex-Menschen. Und ich könnte jetzt noch ein paar Leben mir besorgen. Zeigen, wo die abgeblieben sind. Jetzt muss ich ja wieder zurücklaufen. Eins liegt hier oben allerdings, das können wir uns beschnappen. Wenn wir hier in diesen Horden vorbeikommen. Und zwar hier oben links in der Ecke liegt noch ein Leben, das können wir uns wohl schnappen. Hier oben. Das Dumme ist, wenn man einen Gegenstand aufnimmt, kann man immer noch getroffen werden oder auch mit anderen Leuten redet. Es gibt keine Pause in dem Sinne. Und ein anderes Leben befindet sich ganz oben im oberen Bereich. Aber wir gehen erstmal hier über den Friedhof an den Moors vorbei. Ziemlich viel Schaden machen können. Und müssen dann hier auch wieder über einer Mauer vorbei, der letzten hier im Spiel. Wenn man so will. Komme ich hier noch raus? Ja, danke. Hier unten rechts gibt es für mich jetzt nochmal eine rote Magievase. Die ich auch sofort einsetzen werde. Ja. Und dann geht es nur noch nach links. Wir sind jetzt auf dem Endpfad sozusagen. Und hier muss man aufpassen. In diesem Bereich Magma-Bereich muss man oder sollte man auf jeden Fall alle anfliegenden Gegner, die hier auftauchen, besiegen, bevor man überhaupt weitergeht. Weil das könnte übel enden. Zumindest bei mir ist es ziemlich oft übel geendet. Dass ich dann nämlich hier von diesen Viechern, die hin und her fliegen, so ganz wild. Die roten kann man fast schon ignorieren, weil die ziemlich langsam sind. Aber die blauen, die fliegen dann hier hin und her. Und während du springst, schmeißen sich dann dich dann in die Lava. Und das kann man schön verhindern. Was man da allerdings nicht verhindern kann, ist der Bereich jetzt, wo man gegen hier Lizard Foss kämpfen muss. Und fast in die Lava gezogen wird von diesen Teilen. Das ist dieser schwierige Bereich, der vor dem großen Palast noch kommt. Dass man eben hier an dieser Stelle auch den Jumpspruch schon mal bereithalten sollte, um hier an diesen ganzen fliegenden Augen und Moas vorbeizukommen. Weil die einen sonst, wie man hier sieht, leicht in die Lava schmeißen können. Diese Saatfoss-Typen tauchen immer zweimal hintereinander auf. Und im nächsten Bereich sind es so rote Lizards. Hier ist links nochmal ein Power-Paket in der Ecke. Und
wer das noch haben möchte. Oh, da ist sie. Ja, macht man leicht nervös werden. Aber zum Glück droppen die manchmal ein bisschen Magie. Das kann man sich dann nochmal zunutze machen. Wie gesagt, links da in der Ecke sehen wir ein Powerpaket. Hier sollte man möglichst schnell sein. Ansonsten blockieren die Ex-Menschen hier diesen Bereich. Was das einfach nur heißt, ist, dass sie eben... dass man auch wieder leicht in Lava geschubst werden kann. So, mit dem Jumpspruch geht das alles einigermaßen zum Glück. Man kann auch durch die Wand quasi schlagen, wie man hier sieht. Oder durch den Boden hindurch, oder auch durch die Decke. Weil das Schwert geht da so hindurch. Man kann dementsprechend auch noch die Gegner treffen, die sich da drin befinden. Nee, was die Gegner können, können wir auch. Dann gibt es hier ein Höhlensystem, durch das man durch muss. Wenn es halt so wild ist. Weil es hier keine Lava gibt, in die man reinfallen kann. Das ist der elementare Vorteil hier. Und diese Moas kommen sehr schnell zu einem hergeflogen. Und die machen das Auge anscheinend immer nur auf, wenn man quasi schon am... wenn sie gerade in einem drin sind. Hier... Gott verdammt, so. Ich springe so lange auf dir rum, bis du das Auge aufmachen musst. Hier gab es einen Bereich, wo ich dazu tendiere, einfach über die Gegner drüber zu springen. Wie auch hier bei diesem blauen Lizardfoss, die Morgensterne schmeißen können. Zum Glück kommen wir dann hier aus diesem Bereich raus und können in der nächsten Höhle weitermachen. In der uns dann rote Lizardfoss begegnen, neben den Moors sowieso schon. Aber auch nur, die brauchen auch zum Glück auch nur zwei Treffer, diese hier. Bam, bam. Autsch. So. Sehr gut. Das Ganze jetzt nochmal in einem Bereich. Was ist? Da. Huh. Ziemlich aufpassen, das ist nicht leicht hier. Und diese Morgensterne kann man übrigens doch abblocken. Und zwar indem man den Reflect-Spell einsetzt. Da hat er nochmal einen anderen Nutzen tatsächlich. So, durch diese Höhle müssen wir bloß noch kommen. Zum Glück hatte ich noch einmal Jump übrig. Wow. Ja. Und schon sind wir im letzten Palast. Und jetzt, wenn wir jetzt hier Game Over gehen, fangen wir auch wieder hier an. Das heißt, wir müssen nicht den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das ist das einzige Mal im Spiel, wo man hier quasi einen Checkpoint erreicht hat. Der auch über den Game Over Screen erhalten bleibt. Beziehungsweise man kann sich dann entscheiden dafür, dass man nicht von vorne anfangen möchte, sondern hier. Und dann auch wieder mit 3 Leben anfangen kann. Das heißt, man muss nicht den ganzen Weg laufen, was ganz nett ist, finde ich. So, nur mit den 6 Kristallen, wenn man die in den 6 Tempel eingesetzt hat, kommt man überhaupt hier durch dieses Kraftfeld, das dann verschwindet. Ja, wir sind jetzt im letzten Level, sind fast tot. Dann sehen wir, wie weit wir kommen. Und es gibt eine gewisse Reihenfolge, die man hier einhalten kann, um möglichst schnell durch diesen Tempel zu kommen, weil der ist ziemlich groß und weitläufig. Und aber ich kann euch hier zeigen, wie man hier am besten durchkommt eigentlich. Man geht einfach nach links am Anfang und hat hier die Fokkerufs. Fokkerufs sind Greifen, die Feuer spucken, dessen Feuer aber sich von hinten an dich annähert. Ja, und dementsprechend muss man sie von sich wegschubsen. Hier ist ein Bereich, in den man hineinfallen kann, und zwar ab dieser Säule hier. Da muss man einmal springen, damit man nicht nach unten fällt zu den Schleimbolzen da unten, zu den Bits, Blips und Blobs. Und danach heißt es eigentlich nur, immer nach rechts weitergehen. So weit immer weiter nach rechts, bis es nicht mehr geht. Hier haben wir noch eine Brücke.
Hier sind keine Gegner an diesem Bildschirm. Hier ist bloß eine Brücke. Hier haben sie anscheinend vergessen, hier die Piranhas zu programmieren. Die hier sonst hin und her fliegen würden. Es gibt hier noch einen Bereich, wo das genauso ist. Ja. Und hier ist auch erstmal eine ganze Weile nichts. Aber dann am Ende ist wieder so ein Fokuru, an dem wir wahrscheinlich nicht vorbeikommen werden. Weil, oh doch. Hab's doch noch geschafft. Ich weiß nicht, ob hier oben... Ich meine, hier war Magie, aber da komme ich jetzt natürlich nicht hin, weil ich keine Sprungmagie mehr habe und nichts. Ja, aber in diesem Bereich wird uns dann hier... höchstwahrscheinlich umbringen. Hier sind nämlich solche... fliegenden Pferdeköpfe wieder. Die wir kennen. Die kann man aber einmal besiegen und dann kommen sie auch nicht wieder. Sollten sie es nicht. Sollten es nicht. Tun sie aber. Okay. So, aber hier noch ein Gegner. Ne, zum Glück nicht. Das heißt, die können hier so durchmarschieren. Mit einem Magie-Port übrig. Oh, fast reingesprungen. Und das wäre es gewesen. Aber das hier war es jetzt für uns gewesen. Das sind nämlich die heftigsten Gegner überhaupt. Das sind Iron Knuckle auf Speed. Oder Crack oder wie auch immer. Und an denen kommt man am besten vorbei, indem man sie über einen drüber springen lässt. Oder und dann einfach abhaut. Das sind solche heftigen Gegner, die verfolgen einen über den ganzen Bildschirm. Die kennen keine Gnade. Können unendlich viele Treffer abgeben, minimale Erfahrungspunkte. Also es lohnt sich gar nicht. Und deshalb nach Möglichkeit davon vorweglaufen. Ist zumindest meine Devise. Und hier kann man... Ach, Magie kriegen. Sehr gut. Könnte auch ein Fokkeru sitzen. Oder ein Fokker. Bird Knights oder wie sie auch von manchen genannt werden. Oder Dread Knights oder Dread Birds oder irgendwie so. Auf jeden Fall, diese Vögel sind mit die heftigsten überhaupt. Die heftigsten Gegner, die man hier treffen kann. Ich empfehle es keinem. Treffen wir auch einen neuen Gegner, diesen riesigen, brennenden, fliegenden Schädel. Im Gegensatz zu unseren kleinen. Diese haben auch genauso viele Lebenspunkte, aber bringen, glaube ich, bloß einen Erfahrungspunkt oder sowas. Also es lohnt überhaupt nicht, die zu bekämpfen. So. So, und wie gesagt, immer weiter nach rechts, bis es nicht mehr geht. Hier haben wir noch einen Fokkeru. Fokkeru. Den kann man jetzt auch schön über den Bildschirmrand wieder schmeißen. Dann ist er nämlich weg und wir können weiter. So, zwei fliegende Pferdeschädel. Und weiter nichts. Ja, nehmen wir uns die beide zusammen mit. Beide auf einmal platt machen. Hier haben wir wieder so einen Bereich, wo dann wir so Felsen zerschlagen müssen. Der mit Blips gefüllt ist, die aber links sehr viel stärker sind als die anderen. Die können jetzt nämlich sogar zwei Treffer von unserem Stärke 8 Schwert ab. So, und jetzt da haben wir einen blauen Fokkeru. Schild und Jump einschalten. Und nach Möglichkeit an ihm vorbei. Und sich dann hier eine Passage schlagen. Und hoffen, dass er einem nicht folgt. Oh, er folgt mir. Oh, oh. Und weg hier. So kommt man am besten an dem vorbei. Die zu bekämpfen ist sehr riskant. Weil die weichen einfach sehr schnell und sehr gut aus. So. Dann immer weiter nach rechts, rechts, rechts. Also ist jetzt noch kein Problem. Hier sieht es aus, als würde ein Endboss kommen. Es ist aber nur ein Fokkeru und ein fliegender Feuerschädel. Hier gilt am besten gegen die Fokkerus, die immerhin 200 Erfahrungspunkte geben. Ist es eigentlich am besten, dass man hier sie, dass man immer einen Schritt weiter vorgeht. Sie schlägt, weiter vorgeht, einen Schritt weiter vorgeht, schlägt. Also in der Kombination. So. Ah, noch ein Fokkeru. Flieht ihr Narren, heißt das Thema der heutigen Episode. Ach du meine Güte, er hat mich umgebracht, ich fasse es ja nicht. Oh! Ja, wir haben mein Leben verloren. Noch ein weiteres. Dank Fokkeru, der uns gefolgt ist. Die machen uns verdammt viel Schaden, die Mistkerle.
Wir müssen aus ihrem Dunstkreis raus. Oh, der verfolgt mich sogar über den Bildschirm ran. Ich fasse es ja nicht, wa? Das ist, was diesen Tempel wirklich hart macht. Die Focolus. Diese Bird Knights. Ich nenne sie mal Focolus. Das sind eigentlich die Roten, die Feuer spucken, aber diese kann man auch so nennen. Und sind echte Focker. So, war hier noch was? Und hier ist immerhin Magie. Was wir dann schön mitnehmen. Warum auch nicht? Wie gesagt, da kann auch ein roter Bird Knight rauskommen und da muss man schnell das Weite suchen. Jetzt sind wir schon ziemlich am Endbereich. Wer nochmal Lebensend, da sieht man hier dran an diesem. Ja, da ist gerade ein Schleimbolzen runtergefallen. Guten Tag, Herr Schleimbolzen. Willkommen in der Lava. Ja, man hört sie schon, das ist nochmal eine Fee. Wer nochmal Lebensenergie braucht an dieser Stelle, kann sich hier dann runterboxen und dann eben eine kleine Treppe schlagen und da wieder rauskommen. Aber Lebensenergie haben wir jetzt gerade voll. Was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen hier rüber. Oh mein Gott. Wie ist das passiert? Wie bin ich da jetzt gestorben? Ah, weil hier gibt es eigentlich ein Leben. Ich fasse es ja nicht, dass ich da jetzt krepiert bin. Ah, so dumme Stelle. Jetzt machen wir richtig sauer. Oh, es gibt hier ein Leben. Ja, das habe ich gerade verloren. Ja, sehr gut. Bringt mir auch nichts. Mensch. Ja, ihr dürft euch schön in die Lava fallen, meine Freunde. Weil sie fallen ja eigentlich durch die Lava hindurch. Nicht in die Lava direkt. Oh, der hat einen Sprung nach rechts gemacht und dann nach unten in sein Verderben. So. Jetzt heißt es aber nach diesem kleinen Zwischenbereich, dass wir nach links gehen müssen wieder. Dort treffen wir auf einen Schleimbolzen und einen Fokuru. Fokuru. Autsch. Autsch. Lass mich durch. Lass mich durch. Greif mit Titten. Wie sieht das aus? So. Dann kommen wir in einen Bereich, wo dann wir wieder von fliegenden Pferdeköpfen angegriffen werden. Aber unter den Felsen da befindet sich ein Geheimgang, den wir gehen müssen. Deshalb mache ich hier den Weg frei. Ich muss mich einfach nur irgendwo fallen lassen. Ja. Dann kommen wir weiter. Dann geht es wieder nach rechts. Aufpassen, von oben kommt ein Riesenblob, den man aber mit einem Upward Thrust schön beseitigen kann. Und der dann zerplatzt in mehrere kleine. Und hier heißt es auch nur, hier sich dann in das Loch, in den Kaminschacht fallen lassen. So, und jetzt sind wir schon ziemlich weit am Ende. Hier nach rechts geht es jetzt zum Endboss, zum Vorletzten. Was man jetzt aber noch machen kann, wenn man zu wenig Magie hat, so wie ich jetzt gerade. Hier gibt es noch zwei Geheimfächer mit potenzieller Magie. Und einer ist davon ist hier befindlich. Oberen Bereich immer nicht den unteren schlagen, weil sonst kommt da nämlich ein Fokuro raus. Oder hier auch jetzt. Danke. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Hier ist die Magie. Okay. Nehmen wir sie jetzt mit. Heidewitzka. Und ja. Sind dann eigentlich bereit. Aufpassen, hier kommt wieder ein Schleimbolzen von oben gefallen. Ne, doch nicht. Naja, jedenfalls sind wir jetzt am Ende und es gab ja schon das Bird-Thema in diesem ganzen, das Vogel-Thema in diesem ganzen Dungeon. Und das ist auch der letzte, der vorletzte Endboss. Ich nenne den mal nur den letzten, weil der allerletzte Dark Link nicht so ein Problem ist. Was wir hier nur anschmeißen sollten, ist Jump, Shield und Thunder bereithalten. Hier auf diesem kleinen Podest können wir ihn schon erwarten. Die Musik ändert sich nicht. Ich habe jetzt Thunder eingesetzt, dadurch wurde er rot. Und dieser Kampf ist, sieht einfacher aus, als er ist. Zumindest bis man ihn auf 4 runter hat. Danach fängt er nämlich an, seine Attacken zu spammen. Und wie man sieht, sehr effektiv. Ah, aber ich habe ihn geschafft. Hui, das ging sogar sehr gut diesmal. Ah, wer hätte es gedacht. Man kriegt tatsächlich einen Schlüssel, obwohl man den Master Key schon hat. Man braucht den eigentlich jetzt nicht. So, und ja, jetzt müssen wir es eigentlich schaffen.
Was an diesem Kampf so schwer war und weshalb ich ein paar Mal den Kampf üben musste, ist einfach, dass er ab der Hälfte spuckt. Und zwar in sehr viel schnellerer Abfolge. Und in diesem Bereich wird man leicht getroffen. Es sei denn, man achtet immer nur auf seinen oberen Bereich. Man darf nicht auf Link achten und wo der hinläuft oder wo ihn was treffen könnte. Man muss tatsächlich schon gucken, wo er dann was abfeuert. Wenn er gerade im Modus ist, dass er ja viermal getroffen worden ist. Und dann spuckt der Feuerbälle in einer so schnellen Rate, dass man ja aufpassen muss, wo sie hinfallen. Und das geht eben nur, wenn man direkt auf seinen Kopf achtet, wo sie halt rausgeflogen kommen. Andernfalls geht das nicht. Dann kann man ihm ausweichen und er spuckt auch immer, er verfolgt einen auch ein bisschen. Das heißt, man kann auch damit spielen, dass man hier dann in diesem Bereich rumsteht und dann flüchtet vor ihm, wenn er dann hier ist. Und dann verfolgt er einen über den Bildschirm hinweg. Und dann kann man ihn hier mit dem Sprungspruch auch am Kopf erwischen, selbst wenn er außerhalb der Reichweite eigentlich sein sollte, weil er geht nur selten nach unten, wo man ihn dann eigentlich treffen könnte, wenn man den Sprungspruch nicht hätte. Aber dadurch kann man ihn eben schnell, ja, dann auch am Kopf treffen, selbst wenn er sich an Sicherheit wähnt, sozusagen. Was jetzt noch der Fall ist, ich denke, wir sollen das eigentlich mit der Magie und der Lebenskraft eigentlich gegen Dark Link schaffen, weil der Kampf ist jetzt weitaus einfacher. Was einfach daran begründet liegt, dass es man hier etwas ausnutzen kann. Ich bin nicht so gut, dass ich es wagen würde, weil ich auch schon vor den Bird Knights geflohen bin, dass ich ihn im Schwertkampf besiegen kann, weil Dark Link ist tatsächlich ein der Hinsicht umgeschlagen und hat viel mehr Lebensenergie und macht sehr viel mehr Schaden und springt, hat zwar keine Schwertbeams sozusagen, keine Schwertstrahlen, die er abfeuern kann, wie die Blue Iron Knuckles oder die Vögelritter. Aber er ist trotzdem sehr schnell und sehr stark und macht einen fertig. Und er kann sich auch ducken. Das ist auch etwas, was er kann. Er kann sich ducken. Ja. Aber es gibt einen... Also ich kann den im normalen Schwertkampf, könnte ich den niemals besiegen. Deshalb werde ich das mit der altbekannten Methode machen, die inzwischen jetzt schon gang und gäbe ist. Da oben ist hier so ein komischer Gnom, der dann eben das Triforce der Macht, des Mutes bewacht. Und aus uns heraus kommt jetzt Dark Link. Wir stellen uns hier in die Ecke und schlagen einfach zu. Und irgendwann wird er schon da reinrennen und sich verletzen. Das ist natürlich ziemlich unbeeindruckend in dem Moment. Na, kommst du? Jetzt bleibt er da stehen. Dann muss man anlocken. Na, komm her. Du willst es doch auch. Dark Link ist nicht in der Lage, Geografie zu verändern. Das heißt, ich stehe mit Rücken zur Wand. Und da kann er nicht hin, das kann er nicht kopieren. Das ist wahrscheinlich die Lösung. Aber was das mit Mut zu tun hat, weiß ich dann auch nicht. Aber, na gut, man stellt sich seinem eigenen Schatten. So, ja, und das war der letzte Endboss in diesem Spiel. Und man bekommt vom kleinen Gnom, der uns anscheinend Glück wünscht, zu unserer erfolgreich bestandenen Prüfung, das Triforce des Mutes. Und mit diesen drei Triforce, anscheinend ist auch Triforce, das Triforce der Macht mit dabei, das von Ganon, ist wahrscheinlich aus dem ersten Teil kopiert oder rübergeholt worden, ja. Können wir jetzt Zelda wieder aufwecken, da wacht sie gerade auf. Sehr schön. Und das hier ist dann das Spiel, wo Link tatsächlich das Triforce der Macht, des Mutes bekommt. You saved Hyrule and you are a real hero. Und die Vorhänge schließen sich. Überall durch das ganze Spiel hindurch schon angekündigt, schließen sich jetzt die Vorhänge. Und es ist ein implizierter Kuss. The End, ja. Und das ist jetzt nur noch der Abspann, den wir verfolgen dürfen, ja. Zelda 2, abschließende Bemerkung. Ein sehr interessantes Spiel. Und ich mag diesen erwachseneren Aspekt dieses Spiels ein bisschen. Das ist cool. Und auch das Gameplay ist, ja, fetzig. Es fordert einen auf eine andere Weise wie die anderen Zelda-Teile. Es ist ein bisschen mehr actionorientiert. Ohne mit Fokus wirklich auf den Kampf, mit der Schilddynamik und mit dem Einsatz von Magie und sowas alles. Ich bin natürlich nicht so der Meister in dieser Disziplin, aber das ist auch
nicht allzu leicht, weil die Schläge, die von den Gegnern kommen, die werden zwar kurz angekündigt, aber man muss schon wirklich reaktionsschnell sein, sehr reaktionsschnell, um darauf zu reagieren. Vor allen Dingen, wenn man einen Iron Knuckle getroffen hat oder so einen Bird Knight und die dann in so einen wilden Berserker-Modus gehen, dann ist es eigentlich am besten, man läuft von denen kurz weg, bis sie sich wieder beruhigt haben. Oder man springt über sie weg, so wie ich das dann halt mache. Ja, und mir gefällt das Spiel. Also, war lange auf der Liste von den Spielen, die ich wohl nie spielen würde oder nie spielen würde wollen. Aber irgendwann habe ich dann ein paar Let's Plays davon gesehen und ein paar nette Informationen dazu angehört. Thanks a million. Und jetzt kann man das wieder von vorne anfangen. Das gute alte Triforce-Symbol. Und diese Sachen haben mich einfach dazu bewegt, das doch nochmal zu versuchen. Und dann habe ich es einmal durchgespielt und habe jetzt auch mein zweites Let's Play gemacht, was ein bisschen besser lief, so im Großen und Ganzen, bis auf ein paar wirklich dumme Sachen dann, aber die bleiben bei einem Let's Play von diesem Spiel eigentlich in der Regel nicht aus, es sei denn, man ist wirklich der Obermeister. Und hat das Spiel wirklich so verinnerlicht, dass ich fast gar nicht glauben kann, weil dieses Spiel hat auch viele so Nervmomente, die man erst, die man gar nicht vorhersehen kann, weil sie einfach so aus dem Nichts plötzlich kommen und man rechnet da gar nicht mit, man ist gerade in einem ganz anderen Modus. Wenn zum Beispiel Moas von der Seite reinfliegen, die man vergessen hat oder so, dann werden die einen in die Lava schubsen und einem das Leben nehmen, was man eventuell dann hier in dem großen Palast dann am Ende da noch gebraucht hätte. Ich wäre da jetzt gerade auch nochmal in die dumme Lava gefallen, um ein Leben zu holen. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen ad absurdum geführt. Aber nun gut. Aber dass ich hier den Thunderbird in einem Versuch durchgeschafft habe, das hat mich jetzt hab ich selber überrascht. Also bei den Endbossen hatte ich eigentlich, bei dem hatte ich sehr viel Panik. Nicht bei Dark Link, weil da gibt es ja diesen Exploit, den man ausnutzen kann im Grunde. Aber Thunderbird ist, wie gesagt, da muss man drauf achten, wo er spuckt, in dem Moment, wo er spuckt. Und dementsprechend sich schon bewegen, ohne dass man überhaupt hinguckt, wo Link gerade steht. Man muss einfach nur dem ausweichen. Das ist so ein bisschen, man muss seine Augen zwei Spalten, muss nach oben und nach unten gucken, parallel, muss das Gesamtbild erfassen. Und dann kann man es schaffen. Und den eben hin und her locken, so ein bisschen in den linken Bereich, dann wieder in den rechten Bereich, so ein bisschen hin und her schwenken. Weil im Grunde, was der Thunderbird macht, ist, er regnet Feuerbälle auf dich herab. Und den kannst du nur bedingte Zeit ausweichen. Und du musst eben auch darauf achten, dass du dich nicht in eine Ecke drängen längst, Ecke drängen lässt, weil dann hat er dich ja. Ja, das heißt, du musst immer hin und her wandern und dann beim Rübergleiten kannst du den Thunderbird dann am Kopf erwischen. Ja, und ja, das ist, das musste ich ein paar Mal üben, aber hat ja gut geklappt anscheinend. Meine Übungssessions haben sich doch gelohnt, würde ich mal behaupten. Zumindest was diesen Kampf anbelangt. Alle anderen Sachen, die da hier jetzt passiert sind bei diesem Let's Play, rübe den Mantel des Schweigens drüber oder posaune es in die Welt hinaus. Mir dann auch egal, aber es ist halt wie es ist. Es ist ein schwieriges Spiel und ich kann es nur jedem empfehlen, das auch mal selber zu probieren, weil es ist eine Reise. Es ist eine Reise zum Erwachsenenwerden, zum Kriegerwerden, vom kleinen Link, der Ganon nebenbei so mal besiegt hat, bis hin zu jetzt zu diesem Hardcore-Kämpfen gegen Vogelritter. Und ich habe keinen von denen besiegt, ich bin so an dem Weg vorbeigerannt. Ihr habt es ja gesehen, es gab einen Bereich, wo man das eigentlich hätte machen müssen, nämlich da bei diesen Felsen, wo ich dann einfach nur einen Weg geschlagen habe und wo dieser Penner mich dann auch verfolgt hat. Da habe ich nämlich einen Block zu viel weggenommen, der, ich glaube, die können nur über vier springen, über vier Blöcke oder drei. Über drei können sie springen, aber nicht über vier. Link kann das aber und das muss man sich zunutze machen dann an der Stelle. Ja, also ein bisschen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, wirklich, um an dem vorbeizukommen, weil der ist tatsächlich, die sind als Standardgegner härter als die beiden Endbosse eigentlich. Ja, weil da gibt es keine wirkliche Taktik gegen die, weil die sind viel zu schnell dafür. Die sind zu schnell für eine Taktik. Sie springen oder sie schlagen zu, das alles so schnell und so rigoros, brutal, dass man einfach keine Möglichkeit hatte, da wirklich taktisch vorzugehen. Ja? Und ich bin ja gerne Taktiker. Und wenn mir das dann zu hektisch wird, dann schalte ich in Fluchtmodus, um dann eine bessere Position zu erlangen. Aber ja, so bin ich halt. Und es gibt sicher Meister, die können das. Und da habe ich auch höchsten Respekt vor. Wer das kann, der, meine Güte, der den Titel Zelda 2 Meister verdient. Aber auch so ist es, schon eine Leistung, denke ich, das Spiel hier durchgespielt zu haben. Weil von allen Zelda-Spielen ist das am wenigsten zugänglich oder hält dich bei der Hand. Das
du noch nicht aufpasst, bist du schnell tot. Das ist einfach so. Selbst von den einfachsten Gegnern, die können die auch verdreschen. Selbst später noch irgendwo. Wenn du dich blöd anstellst, aber das geht noch. Naja. So, ja, das war Zelda 2, The Adventure of Link. Link wird erwachsen. Danach haben sie diese Storyline abgewürgt. Auch dieses Christenthema mit den Kreuzen auf den Schilden und wie wir das ja auch hatten, um die unsichtbaren Moas zu sehen. Wie gegen Vampire geht es quasi an. Aber, naja, es ist eine Kuriosität und sowas finde ich immer nett. Naja, das war GB Frage der Allmeister und ich sage bis dahin, macht's gut und ja, haut rein.